Was wir nicht direkt sehen, ist, dass rund ein Drittel der gesamten Energie der Schweiz nur für Heizen verbraucht wird. Vor allem der alte Gebäudepark ist eine energetische Erblast, weil dieser unzureichend wärmegedämmt ist. Doch es geht auch anders. Gebäudehüllen von älteren Mehrfamilienhäusern können fit für die Zukunft gemacht werden. Und zwar so, dass sie zum Beispiel die Anforderungen einer 2000-Watt-Gesellschaft erfüllen. In einem vom Bund und KTI unterstützten Forschungsprojekt wurden vorfabrizierte Fassadenmodule mit integrierten Lüftungsleitungen in Zusammenarbeit mit namhaften Schweizer Industriepartnern entwickelt. Für die anspruchsvolle Planung hat sich folgendes Vorgehen als ideal herausgestellt. Zuerst wird anhand eines speziell entwickelten Grundmoduls der Fensterbereich belegt. In diesem Grundmodul sind viele sich wiederholende Fragen konstruktiv gelöst. Zum Beispiel sind die Anforderungen der Brandschutzbestimmungen für Lüftungsleitungen innerhalb einer Gebäudehülle erfüllt. Eine speziell dafür entwickelte und erhältliche Halbschale löst Maßfragen der Planung und ausführenden Unternehmen. Von oben wird das nächste Modul angebracht. Dabei stellt sich die Frage, wie die Lüftungsleitungen am Bau miteinander verbunden werden können. Die ganze Fassade wird vervollständigt und die verbleibenden Zwischenräume, zum Beispiel mit herkömmlichen Dämm- und Fassadensystemen, ergänzt. Auch große Fassadenmodule an einem Stück sind möglich. Dazu müssen lediglich die opaken Bereiche in die Vorfabrikation mit einbezogen werden. Im Pilotprojekt Krumbach wurde die Planung und Ausführung erprobt. Es wurde vom Bundesamt für Energie unterstützt. Rund 500 Quadratmeter Fassadenfläche sind realisiert und das erneuerte Gebäude ist jetzt fit für die 2000-Watt-Gesellschaft. Das Gebäude besteht aus einem Wohnteil und aus einem Schultrakt. Und im Schultrakt bietet mir Kurs an für Kommunikation und ganzheitliches interdisziplinäres Denken. Herr Rietz konnte als Bauherr direkte Erfahrungen mit der Planung und der Ausführung machen. Das Wichtige, bevor man überhaupt die ganze Geschichte anfängt zu planen, ist, dass man den Bau minutiös ausmisst. Dass man genau weiss, wo sind die richtigen Höhen, wie gross muss das Modul sein, was für Differenzen muss man mit dem Modulbau auffangen. Die Vorgehensweise mit der genauen Vermessung vorab hat ermöglicht, und das haben wir auch wollen, dass wir exakt und genau komplette Bauteile mit allen Leitungen inklusive Fenster, alle Anschlüsse fixfertig vorbereiten und einfach aussen aufsetzen. Im Werk wurden dann die Elemente nach den spezifischen Bedürfnissen des bestehenden Gebäudes erstellt. Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten am Bau können diese nun am alten Gebäude montiert werden. In diesem Projekt war es der Wunsch, Großmodule anzuwenden. Wir sind überrascht gewesen, schon in der Planung, wie einfach mit dem System die Lüftungen können realisiert werden und wie passgenau dass das Ganze nachher gestimmt hat und zusammensetzen. Die Integration der Lüftungselemente konnte situativ realisiert werden. Und dann habe ich gesagt, wenn ich dann die Möglichkeit habe, das Lüftungsgerät in Estrich zu versetzen und oben rein zu realisieren, dann kann ich nur das, dass ich ja dann in den Fassaden runter kann, habe ich für die ganze Problematik gelöst. Denn ursprünglich war eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung nicht vorgesehen. Und durch das, mit dem CCM-Retrofit-System, haben wir eigentlich in eine bereits im Vorfeld geplante Modulbauweise, die wir haben realisieren wollten, die Lüftung völlig problemlos integrieren. Aus Sicht der Energie müssen hohe Dämmstandards erreicht werden. Die Deckung des Energiebedarfs durch die eigene PV-Anlage auf dem Dach ist hier wie folgt. Liegt bei etwa 120
bis 130% von der Energie, die wir für Lüftung, Heizung und Warmwasser brauchen. Und differiert ein bisschen je nach Jahr. In einem warmen Jahr mehr, in einem kalten Jahr etwas weniger. Wir waren jetzt richtig gespannt, wie die Elemente passgenau aufeinander gesetzt werden können und die Lüftungsrohre ineinander reingeschoben werden. Halt! Nicht ein bisschen klappen. Es liegt hier ganz länger. Wirkt noch ein bisschen. Gut. Die vorgefertigten Fassadenmodule waren innerhalb von 2 Tagen fertig montiert. Inklusive sämtliche Lüftungsleitungen. Alle Stromkabel mussten durchgeführt werden und mit den fertig montierten Fenstern. Ja. Bestunden. Nach Abschluss der Arbeiten können nun die ersten energetischen Erfahrungen gemacht werden. Nach 4 Jahren im Betrieb können wir heute sagen, dass unser Minergie-P-Objekt ein Plus-Energiehaus ist. Der Kanton Basel-Stadt ist auf dem Weg in die 2000-Watt-Gesellschaft. Er unterstützt Projekte innerhalb der Pilotregion, die sich für eine nachhaltige Entwicklung in Basel einsetzen. Dieses Retrofit-System der vorfabrizierten Fassadenmodule zeichnet sich durch kurze Montagezeiten am Bau und hohen energetischen Standard aus. Oder wenn zum Beispiel für Lüftungsleitungen kein Platz im bestehenden Gebäude ist. Die Umsetzung betrifft auch Eigentümerschaften und Planende, die eine energetische Erneuerung eines Wohngebäudes realisieren wollen.